Haben wir schon die Brückenbauer-Community hier eigentlich einmal erwähnt? Könnte man auch mal machen, Ich werde es irgendwann. tun. Ich werde es Sehr tun. gut, alles Ja, klar, das war gut. ja auch der Anlass, warum du gesagt hast, Ja. Chris, magst du hier mit sprechen aus unseren Erfahrungen gemeinsam aus der Brückenbauer-Community. Ich sage gleich ein Wort dazu. Geh Okay. noch auf das ein, was Stefan gesagt hat, um die Brücke perfekt zu machen. Ja, ich bin quasi derjenige, der frustriert ist darüber, dass Projektmanagement, wenn ich mich irgendwo vorstelle und sage ich mal Projektmanagement, dann ist es ziemlich unsexy, grau, staubig, ein bisschen veraltet und trocken. Und irgendwie stand das immer ziemlich im Konflikt, und jetzt bin ich schon 16 Jahre in Projekten, mit dem, wie ich es erlebe. Also ich bin da ziemlich leidenschaftlich und begeistert, und ich finde, da kann man sich auch ganz schön kreativ austoben. Und man hat auch, also als Projektmanager ist man brutal vernetzt, echt Gestaltungsmöglichkeiten in so einem Unternehmen, weil man ja fast mit allen Unternehmen zu tun hat. Und deswegen habe ich vor 3 Jahren die Projektmanagement-Botschaft gegründet und dachte, ich gehe mal der verrückten Idee nach, daran was zu ändern. Und dann teile ich jetzt mal meinen Bildschirm, und ihr sagt, ob ihr es sehen könnt, steigt mal in die offizielle Präsentation ein, die ich für den Termin heute vorbereitet habe. So, und genannt haben der Patrick und ich das als Headline für heute, damit es möglichst schön klingt und viele Leute sich dafür begeistern: Manifest modernen Projektmanagements. Weil das agile Manifest, und da kommen wir jetzt gleich zu den Brückenbauern, das kennen ja viele. Gibt es sowas im Projektmanagement? Fragezeichen. Vielleicht weiß es jemand. Ich werde es gegen Ende auflösen. Ich habe mal mindestens einen Vorschlag mitgebracht, wie so ein Manifest aussehen könnte, und entschuldige mich schon mal jetzt dafür, dass das womöglich dazu führt, dass wir ein paar Lehrbücher umschreiben müssen. Wer bin ich? Ein bisschen habe ich schon ausgeholt. Ja, ich coache, berate, trainiere Leute, Companies, B2B, B2C. Habe auch ein Fitnessstudio für Projektmanager gegründet. Doch in der Hauptsache betrachte ich mich als Botschafter, nämlich für modernes, ein bisschen peppigeres, farbiges, freudiges Projektmanagement. Und mixe ganz wild nicht nur agile Methoden rein, sondern auch Dinge. Ich habe Coaching-Background und Change Management, viele Jahre auch in der Beratung mit von der Pike gelernt, quasi hands-on. Ein Zertifikat habe ich ausgerechnet im Change Management nicht, aber so viel da schon erlebt. Und ihr werdet mir sicherlich recht geben, jedes Projekt ist im Endeffekt eine Transformation, so ein bisschen Change Management Know-how tut also auch ganz gut, und von den Methoden nützt uns das auch ab und an, wo uns vielleicht der ein oder andere Standard, ich sage mal, PRINCE2, IPMA, GPM oder auch PMI da alleine lassen, mit dem, wie mache ich das jetzt, wie nehme ich denn die Leute mit. Und was ich sehr prägend fand in meiner Vita, da gab es schon ein paar Stationen, war Vancouver, Kanada. Er kriegt hinten raus, wenn es Patrick verteilt, das PDF, da klickt er ruhig mal drauf, 3 Minuten volle Breitseite British Columbia. Sehr schön für alle, die was mit der Natur anfangen können. Das war auch der Grund, warum wir dorthin sind. Ich wollte immer mal am Meer leben und bin auch so outdoorsy, und so Lifestyle steht mir ganz gut. Und da habe ich bei einem Start-up, was später von Danone gekauft wurde, ein PMO mit aufgebaut. Und da bin ich auch ziemlich süchtig nach Mandelbutter geworden. Und weil die hier in Deutschland nicht ganz so toll schmeckt, beim Alnatura steht ein ganz gutes im Regal, mache ich die Mandelbutter meistens selber. Und ich bin Brückenbauer. Und das ist die Brücke dazu, warum mich der Patrick hier eingeladen hat. Was bedeutet das mit dem Brückenbauern? Das ist im Prinzip eine LinkedIn- und auch Meetup-Community. Ihr seht, hier unten sind Links hinterlegt. Seid ihr auch herzlich eingeladen, der beizutreten. Und was wir da machen, das ist im Prinzip ein Praxisaustausch. Wir treffen uns so circa alle 2 Monaten, um darüber zu sprechen, wie lassen sich denn jetzt bewährte Methoden aus dem Projekt Umfeld mit Agilität, mit New Work verbinden, und haben auch immer spannende Guest-Speaker dabei, beispielsweise den Stefan, der war vor knapp 2 Monaten da, und immer coole Themen. Das nächste wird am 23. November, 18 Uhr wird das sein. Ich glaube, ich habe hinten raus noch eine Slide dazu. Und das ist ziemlich spannend, weil wir immer wieder merken, hey, das sind eigentlich Das ist eine Welt, die künstlich häufig getrennt wird. Und wir sprechen dann über unsere Erfahrungen, wie wir das Ganze mixen. Denn das ist ja immer noch die häufigste Form, wie da draußen Projekte gemanagt und Produktentwicklung organisiert werden, dass wir es irgendwie kombinieren müssen.
Selten läuft ein Scrum-Team in einem Startup oder in einem isoliert organisierten Team völlig alleine, um mal Scrum zu benutzen, sondern wir haben schon Abhängigkeiten nach außen. Und ganz häufig spätestens dann, wenn wir über Kundenlieferanten und Partner sprechen. Und dann müssen wir uns in gewisser Weise auch auf deren Style einlassen. Und dann wird es interessant zu gucken, wenn die noch mit Gantt-Charts unterwegs sind, wie wir das in unser schönes Kanban-Board reinbringen. Genau, und über solche Sachen unterhalten wir uns da. Und deswegen hat mich auch der Patrick gebeten, bau doch heute einfach mal oder bild mal die Klammer und bring mal ein Thema bitte mit, was irgendwie so beides ganz gut kittet. Und das ist das moderne Manifest oder das Manifest modernen Projektmanagements. Ihr kennt diese Lesart, das eine über das andere. Also Lifecycle-Denke schließt jetzt Start und Finish nicht aus, aber im Lehrbuch, wir kommen gleich drauf, steht halt, ein Projekt hat einen Anfang, hat ein Ende. Und ich habe da ein bisschen eine andere Perspektive drauf und sage, eigentlich ist das Lifecycle-Denken viel nachhaltiger. Und ich denke auch, dass Beziehung und Menschlichkeit als Katalysator für Effizienz gelten und deswegen auch darüber stehen sollten. Ich glaube auch, und da stoße ich mich immer wieder dran. Ich habe mal für eine Beratung gearbeitet, die sagte, am Ende zählt das Ergebnis. Und ich habe immer Bauchschmerzen bei dem Satz, weil ich mir dachte, der Weg dorthin ist leider verdammt wichtig für unser Folgegeschäft. Und drum, Kollaboration wird ich als Wert höher hängen als Ergebnisse. Auch wieder aus dem Kalkül, aus einer guten Kollaboration werden gute Ergebnisse rausplumpsen. Und selbst wenn wir scheitern, kann es sein, dass der Kunde trotzdem zufrieden ist, weil er ja in dieser Kollaboration quasi mitgescheitert ist, erkannt hat, dass es nicht an unseren Köpfen und Nasen liegt, sondern dass wir was falsch gemacht haben und uns die nächste Runde gönnt und uns nicht rauskickt und durch wen anders ersetzt. Und ich bin ein großer Fan von Balance und Pragmatismus. Auch dazu werde ich was zeigen. Ich habe zu jedem Modell mitgebracht. Und würde das auch viel höher halten als Dogmatismus und Evangelismus. Es gibt mittlerweile weniger oft die Visitenkarten, auf denen wirklich noch sich jemand als Evangelist bezeichnet. Ich hatte mal einen Freund, ich fand das irgendwie völlig odd, aber ich habe mit ihm eine interessante Diskussion gehabt, warum er meint, warum so Hardliner ganz wichtig sind, die so einen Standpunkt und nur diese Lösung, nur die Methode, nur das Tool vertreten, weil es die anderen provoziert, in ihrem Status quo mal zu überlegen, ob der nicht vielleicht aufgeweicht werden müsste und irgendwas zwischen dem provokanten, edgy Evangelisten und dem heutigen Status quo die bessere Variante ist. Und deswegen hat es immer noch eine Daseinsberechtigung. So sieht das Manifest aus. Was ich mir dabei im Detail gedacht habe, bringe ich gleich mal mit. Und ich bringe auch mit, wie es eigentlich dazu kam, dass ich mir jetzt herauslasse oder mir herausnehme und wage, ein Manifest zu schreiben, ohne dass da die ganze Projektmanagement-Welt drunter unterschrieben hat und das für gut heißt. Ich habe es einfach mal gemacht als Vorstoß, weil was ich ganz häufig sehe, Stefan hat es vorhin erwähnt, in LinkedIn kursieren viele Diskussionen rund um, okay, was ist jetzt das richtige Vorgehen? Wasserfall, klassisch, agil. Manchmal wird klassisch und Wasserfall auch in einen Topf geschmissen. Oder machen wir es jetzt doch hybrid und wenn hybrid oder agil, wie denn jetzt genau, Kanban, Scrum, Lean, irgendwie ist das in meinen Augen eine sehr verwirrende Diskussion, die zu Zank- und Lagerbildung führt und uns gar nicht voranbringt. Und deswegen sage ich Stopp an der Stelle, weil laut meiner Erfahrung es darauf nicht ankommt. Diese Vorgehensmodelle sind immer eine Folge von und das haben die Vorträge heute sicherlich gezeigt, wie viel Vorlauf war, bis wir zu den Modellen, den Vorgehen, gerade bei Stefan mit diesen vier Ebenen, bis wir da überhaupt ankommen. Es hängt ganz viel an Grund, Anlass und Ziel der ganzen Geschichte, also dem Background des Projektes, an der Erwartungshaltung der Schlüssel-Stakeholder, an den Ressourcen, die mir überhaupt zur Verfügung stehen, an den Wertströmen, das heißt Prozessen, wie wir eigentlich arbeiten, an den Wirkketten, wie die logischen Abhängigkeiten und Zusammenhänge sind. Es hängt von den Stakeholdern ab, unseren Überzeugungen, ich habe Mindset extra nicht mit reingenommen, unseren Erwartungswerten, Trends, die um uns drumherum existieren und uns vielleicht manchmal ablenken oder auch auf die richtige Spur bringen. Dem Team-Setup, haben die richtigen Rollen? Ist das ordentlich aufgesplittet? Gibt es da Verwirrung? Selbst die mit dem besten Skillset können sich dann gegenseitig im Weg stehen. Und auch der Beziehung zum Kunden. Und da ist jetzt erstmal klar, egal ob klassisch oder agil, die Dinge muss ich auseinandernehmen in jeder Form des Projektes, egal welches Vorgehen ich nachher wähle oder wir wählen als Team.
Und deswegen bin ich der Überzeugung, es braucht jetzt eine Brücke, um das zu verbinden, wenn doch sowohl die agile Welt als auch die klassische Welt genau darauf erstmal gucken muss. Und meine Motivation ist eben, das miteinander zu verbinden oder zu lernen zu verbinden, wie wir das verbinden können. Genau. Und ich finde jetzt, mein Background zum Beispiel ist Projektmanagement. Da kam ich von der Pike her. Ich hatte das mal als Wirtschaftsinformatiker an der Uni. Und dann bin ich da so reingewachsen und irgendwann habe ich meine Zertifikate gemacht. Und dann kam irgendwann der agile Trend auch bei mir an. Das ist jetzt gut 6 Jahre her und dann habe ich mich damit beschäftigt. Und was ich immer sexy fand der Agilität, war das Manifest mit seinen 4 Werten und 12 Prinzipien. Und warum? Weil ich fand, anders als, ich will es nicht verdammen, aber nehmen wir das Book Guide vom PMI, da sind jetzt keine Werte, es sind Prozesse, die mit Input und Output beschrieben werden und mir sagen, was ich denn da zu tun habe. Und jetzt kommt das agile Fest am Manifest und spricht von Werten und sagt mir sowas wie Individuen und Interaktion über Prozesse und Tools. Und hey, Zusammenarbeit mit dem Kunden ist wichtiger als das Vertragswerk im Hintergrund. Und reagieren auf Veränderungen und die auch willkommen heißen, ist mehr wert als das Befolgen strikt von einem Plan, so blind drauf zu insistieren. Und da fühle ich mich ein bisschen mehr touched als mit Prozessbeschreibung und Flows, Charts und sowas. Auch ich fuße mein Handeln auf Werte. Wir als Menschen fußen unser Handeln, unser Denken kommt aus einem Art Wertekonstrukt, was gewachsen ist. Und das, fand ich, haben die richtig gut und sexy gemacht. Das holt mich ab. Das lässt Hoffnung aufkeimen, dass das alles vielleicht doch noch ein Ticken besser geht, dass es andere Wege gibt, die den modernen Herausforderungen von Komplexität, Abhängigkeiten und Never-Ending Change vielleicht noch ein Ticken gerechter werden. Auf jeden Fall machen sie neugieriger als Prozessflowcharts. Und davon habe ich mich inspirieren lassen und gesagt, okay, dann probieren wir doch jetzt mal ein Manifest für modernes Projektmanagement aufzusetzen. Und ich stelle euch jetzt einfach, und dann wird es auch interaktiver, 4 Modelle vor, 4 Plädoyers, die, das nehme ich schon mal vorweg, den Menschen sehr arg in den Mittelpunkt stellen. Und daraus leiten wir diese 4 Werte ab. Und dann gibt es also ein bisschen Futter zu dem, was ich schon gesagt habe, eingangs. Und die eine große Überraschung, auf die ich dann gestoßen bin, nachdem ich damit fertig war. Es gibt vielleicht jemanden, der schon den Blog bei mir auf der Webseite vor ein paar Wochen gelesen hat, der wüsste es schon, aber die Wahrscheinlichkeit ist gering. Und ich würde eher sagen, wir starten jetzt einfach mal das Feuerwerk und fangen an mit dem ersten Modell. Und das ist ein ganz einfaches, bezieht euch jetzt mal rhetorisch mit ein. Die letzte Phase im Projekt heißt wie? Abschluss, Lessons Learned. Genau, Abschluss, Closing, Lessons Learned. So sieht es meistens aus, wenn wir so Top-Level über Projektmanagement sprechen. Wir initialisieren so ein Projekt, dann beliebig oft, manchmal nur ein einziges Mal, gehen wir durch den Plan, Doing, Check, Adjustment. Dann wäre Adjustment sowas wie Lessons Learned fürs nächste Projekt, Zyklus, und dann schließen wir das sauber ab. Und ich tue mich mit dem Wort Abschluss ein bisschen schwer und habe auch festgestellt, viele Projekte stellen sich da ziemlich schwer an, so ein Projekt sauber abzuschließen. Entweder mingelt das eine in das andere und das ist so ein Never-Ending Scope Creep oder es redet eigentlich am Ende gar keiner mehr drüber und es ist halt irgendwie abgeschlossen, weil wir haben unseren Kopf eh schon ganz woanders. Und ich finde auch so Abschluss ist irgendwie ein recht unnatürlicher Vorgang, rein mal so von Philosophie betrachtet. Man steigt nie in denselben Fluss zweimal und auch, gucke ich mich mal an, biochemisch. Meine Haut ist wahrscheinlich nächste Woche eine andere als heute, sieht erstmal gleich aus, aber da tut sich ständig was, auch Zellen ändern sich die ganze Zeit und tun und machen. Also unter der Oberfläche betrachtet ist da eigentlich nie Stillstand und Abschluss und jetzt ist mal fertig. Auch wenn ich aussehe, als würde ich nicht mehr wachsen, wachse ich ja doch in irgendeiner Art und Weise. Und ich habe es auch festgestellt in Projekten, in denen ich so verwickelt war, dass eigentlich das Ende von einem Projekt immer, also das Ende meiner Projekte, war immer der Anfang vom Projekt von jemand anderem. Das war bei meiner Diplomarbeit so über RFID-Technologie, die dann die damals RWE Schott Solar
eingesetzt hat, um ihre Prozesse effizienter zu gestalten, obwohl ich dann gegangen bin. Die haben einfach meine Diplomarbeit hergenommen und haben darauf aufbauend ihre Logistikkette angepackt. Selbst ein Segelbootbauer muss berücksichtigen, dass vielleicht mein Kunde eine Weltreise vorhat und die Weltreise ist für, also Weltumsegelung, ist für meinen Kunden ein Projekt und so sollte ich das Boot auch auslegen und bauen. Und ein more recent Beispiel, ich habe ein paar Jahre bei Danone dann im Portfolio Management gearbeitet und Joghurt-Drinks mit, was ist der richtige Ausdruck? Weiterentwickelt, neu entwickelt, aktuell zu was Veganem gemacht, also auch, also es gibt immer noch die nicht vegane Variante, aber über die vegane bin ich mehr stolz. Und wir hatten auch ein Projekt, wo wir versucht haben, das Plastik da rauszukriegen aus diesen Actimel-Becherchen hier, diese 100 Milliliter kennt, glaube ich, jeder. Und jetzt könnte ich sagen, ich gucke halt, was es für Alternativen gibt, setze die ein und fertig aus, dann ist Plastik raus. Aber der erste Schritt, den wir gemacht haben, ist, wir sind ganz ans Ende der Kette, nämlich wie werden die Flaschen eigentlich heute recycelt? Wie macht denn da so ein Wertstoffhof? Wie landen die da und was machen die damit? Und wie müsste das eigentlich aussehen, damit dieser ganze Zyklus geschlossen wird? Sind also ganz ans Ende der Kette und da kommen wir so langsam Richtung Lifecycle-Denken. Was macht denn mein Kunde, der mir den Joghurtbecher kauft im Laden damit? Wo wirft er den hin und was macht dann derjenige, der diesen Müll wegtransportiert damit und Stück für Stück bis ans Ende der Kette? Und das haben wir berücksichtigt bei der Entwicklung des neuen Bechers. Und das war für mich so, Ende-zu-Ende-Verständnis ist an der Stelle brutal wichtig. Das Projekt leitet nicht mal eben irgendwer. Da brauchtest du schon einen guten Projektleiter bzw. eine gute Projektleiterin, die wir da hatten. Und selbst beim Thema Reisen, wenn ihr noch keine Joghurtbecher entwickelt habt oder keine Diplomarbeit jemals geschrieben habt, wir waren alle mal im Urlaub und wer dann vorhat und jetzt schon weiß, hinterher möchte ich gerne ein Fotobuch erstellen oder so eine Video-Story und das zeige ich dann meiner Oma oder meinen Verwandten oder pranke auf Instagram bei meinen Freunden, dann habe ich das schon im Kopf. Also obwohl die Reise irgendwann zu Ende ist, habe ich während des Projekts im Kopf, da werde ich ein Fotobuch draus machen und das beeinflusst, wie ich diese Reise erlebe, was ich dort mache, wie ich mich verhalte, worauf ich Rücksicht nehmen muss. Also da habe ich das nächste Projekt schon wieder im Kopf. Und deswegen mache ich jetzt einfach mal 5 Vorschläge, was wir statt Abschluss sagen könnten, um dem mehr gerecht zu werden, was da eigentlich passiert. Und das wären jetzt Transfer, Handover, Übergang, Handshake, Übergabe. Und ihr könnt gerne mal einen Chat schreiben oder reinrufen, was ihr irgendwie besser findet oder mehr dem gerecht wird, wie wir es real erleben. Wenn ihr sagt, nee, Hardliner Chris, wir machen immer einen sauberen Cut, freue ich mich auch über so einen Kommentar. Ja, auch was Marcel sagt, Übergabe da aus dem Projekt, ein Prozess in der Linie wird, häufig ist das so bei Produkten, die wir entwickeln oder auch bei Software, die irgendwann halt maintained und werden muss, in den Support geht. Da findet hoffentlich eine Übergabe statt, sonst haben die im Support wenig Ahnung, wenn der Kunde auf einmal anruft und irgendwelche Logins nicht funktionieren oder, weiß ich nicht, Serverrunden sind oder so, der Button nicht mehr tut und die wissen gar nicht, was haben die im Projekt da eigentlich hingestellt. Rollover, Thorsten, will ich mehr zu wissen. Was ist Rollover? Magst du dazu noch einen Satz loswerden? Ist mir nur einfach halt gerade eingefallen, weil ich habe tatsächlich auch, ich schreibe gerade an einem Blogartikel, wo es halt eben eigentlich um ähnliches Thema geht, das ist, dass ein Projekt, dass wir in der alten Welt immer an Projekten denken, die halt irgendwann ein logisches Ende haben. Und ja, es hat ein logisches Ende, so im Sinne von Zielerreichung, aber das nach dem Projekt ist vor dem Projekt. Und das ist mir jetzt einfach, was du gefragt hast, was wären so Begriffe, ist mir das spontan in den Kopf gekommen. Spannend, nehme ich mal mit. Ohne jetzt größere Bedeutung. Ich nehme das mal mit. Die 5 haben sich auch ergeben, Stück für Stück, daraus, dass ich das schon öfter Leuten gezeigt habe und die meinten, pack mal das noch mit rein und das und Rollover wird also Nummer 6. Super. Mal sehen, welches Buch das dann wie aufgreift. Cool. Dann gehe ich mal weiter und fasse mal Punkt 1 in einem Plädoyer zusammen. Ich persönlich bin für mehr Lifecycle-Denke, End-to-End-Verständnis in Projekten.
weil uns das in der Regel das Leben einfacher macht. Und deswegen zählt das für mich mehr als so eine Hard-Cut-Start-and-Finish-Strategie. Und Nachhaltigkeit, auch beyond des Joghurtbechers, integriert das auch, weil normalerweise wir dann eine größere Chance haben, ich nehme jetzt mal das Beispiel mit der Linie, das da hinzusetzen auf die Linie, was dort auch 24 Stunden am Stück mal läuft, ohne Probleme. Und wenn du es nicht tust, weißt du, wer oft an deinem Tisch, wenn du Projektleiter warst, wer an deinem Tisch stehen wird. Entweder Schichtleiter, Linienleiter, Werksleiter, in, suchst es aus. Und dann spürt man, dass das vielleicht geholfen hätte. Gut, gehen wir zu Modell Nummer 2, was ich mitgebracht habe. Auch ein rechter No-Brainer, möchte man meinen. Magisches Dreieck oder Triple Constraint heißt es manchmal, aus Zeit, Budget und Qualität. Manchmal sieht man da auch den Scope. Da will ich jetzt gar nicht päpstlicher werden als der Papst, was da richtig oder falsch ist. Ich will ja eine Geschichte teilen, nämlich ich habe ein Projekt erlebt, das ist schon eine ganze Weile her, das hat dann auch echt was mit mir gemacht, wo wir sehr schön das zeitliche Ziel erfüllt haben, sehr schön auch die Ergebnisse delivered haben in der Qualität, die sich der Kunde vorgestellt hat, und es hat auch nicht mehr gekostet. Und trotzdem haben sich alle in die Augen geguckt und gesagt, mit diesem Projektmanager werden wir niemals wieder ein Projekt machen. Woran kann das gelegen haben? Was war passiert? So ein bisschen wie die Geschichten. Ein Mann liegt nackt im Wald. Was war passiert? Hat jemand eine Idee, warum wir so frustriert waren am Ende des Projektes? Kann er ja nur Druck geschafft haben. Druck und Qualität. Nee, obwohl du hast gesagt, Qualität war mit Qualität dabei. Qualität auf Ergebnisseiten. Aber Qualität auf Ergebnisseiten hat gepasst, aber Qualität auf menschlicher Seite? Ja, also das war ein sehr hoher Preis. Felix Magath wird ja auch nicht immer neu gebucht, sondern nur einmal in bestimmten Situationen. Gutes Beispiel, ja. Ja, da haben wir es auch. Stimmung kaputt, Überstunden, Top-Down, Druck. Genau, also das Team hat das kompensiert, was eigentlich eine gute Planung gebraucht hätte. Also wir haben nicht nur Überstunden gemacht, wir haben nicht nur am Wochenende gearbeitet, wir haben im Urlaub gearbeitet, wir haben krank gearbeitet. Nicht, dass das besonders mega produktiv war, aber damit kam die Zeit rein, die kompensiert hat, was wir an anderer Stelle nicht gut aufgesetzt hatten, wo es einfach nicht gut funktioniert hat, nicht gut ausgeplant war. Und irgendjemand zahlt den Preis am Ende des Tages immer, und ich fand es ein bisschen dreckig, dass das Team den Preis zahlt. Und deswegen habe ich in meinen Projektmanagement-Trainings angefangen, diese Art von abgewandelten, modernen magischen Dreieck zu präsentieren und dem Dreieck einen Schlagschatten gegeben Richtung Team Spirit oder kann man auch Teamkultur oder Teammoral nennen. Auf jeden Fall diesen eher soften Stimmungsdruck, Stresslevel, Motivationslevel-Aspekt, auf den wir schon auch eingehen sollten. Und das macht zum Beispiel eine agile Retro in Reihenform sehr gut, weil das Ergebnis, das den Blick wegwenden vom Was, diesem weißen Dreieck mit der Zielscheibe, hin zum Wie und eher zum Teamgedanken, Kollaboration, wie sind wir da hingekommen. Und das finde ich schon ziemlich geil und funktioniert auch extrem gut, hat sich in fast jedem Projekt bewährt, ob wir das jetzt agil nennen oder nicht, das haben sicherlich auch Leute vor 100 Jahren schon getan. Und vielleicht sogar auch vor 1000 oder 2000, das ist mir eigentlich egal. Es ist heute unter diesem großen Schirm Agilität irgendwie so ein Klassiker geworden. Und deswegen denke ich, nehmen wir mit, auch in normalen Projekten, ohne dass wir die Scrum oder sonst was nennen, unsere Vorgehensweisen, können wir sehr wohl auf Team Spirit achten. Und deswegen meinst du damit auch Verhalten? Fragezeichen. Oh, also der Punkt ist, ja. Also wenn du als Projektleiter ja, oder generell als Führungskraft dich für die Axt im Walde benimmst, ja, dann wird schlecht sowas aufbauen, also höchstens maximal gegen dich. Also ja. Sowas kann ja auch passieren. Ne? Also ein Team Spirit gegen den Projektleiter. Und sag ich jetzt mal bei dem anderen Projekt, bei dem vorletzten, wo ich sozusagen mit dabei gewesen bin, also da hatten wir ja wirklich Dampf im Kessel bis 11, 12 Uhr nachts irgendwelche Deployments. Da war der Team Spirit sozusagen da, weil halt alle vernünftig miteinander umgegangen sind. Witzigerweise ohne irgendwelche
Maßnahmen. Also das war einfach da. Also, ja. Also wir haben uns vernünftig verhalten. Also alle haben sich vernünftig verhalten. Also ohne, dass man was extra was tun musste, nach dem Motto, jetzt müssen wir mal irgendwie was tun mit Team Spirit. Schöner hättest du den Unterschied überhaupt gar nicht plakativ, also mit Beispiel bringen können. Es geht nicht um die Überstunden. Es geht um die Art und Weise, wie wir zu diesen Überstunden kommen. Und die mache ich gerne für jemanden, den ich vertraue, wo ich sehe, hey, das kriegen wir als Team hin. Ich bin motiviert, mich da einzusetzen. Und das ist wahrscheinlich eher eine Ausnahme und wird jetzt nicht zur Regel und damit quasi missbraucht. Dann ist ein ganz anderes Setup und dann bin ich sehr wohl bereit, Überstunden zu machen. Ja, aber das ändert alles. Das Verhalten quasi des Projektleads oder unser Miteinander kollektiv. Und idealerweise war wahrscheinlich bei dem Beispiel, was du jetzt im Kopf hattest, waren dann schon auch alle da, oder? Und nicht nur zwei, die das ganze Team repräsentiert haben. Nee. Das waren schon insgesamt, also es war zweigeteilt. Mhm. Also grundsätzlich, aber es war schon insgesamt ein 200-Mann-Trupp. Wenn ich über sagen würde, ich hätte da magisch was gemacht, um Team Spirit reinzubringen, wäre das strunzgelogen. Ja, aber weißt du, was ich meine? Kann man ja bewusst und unbewusst machen. Das wird jetzt auch nicht heißen, dass man einige Stellen nicht für ihn Termin gedrängelt hat. Muss ich auch zugeben. Ja, also was wären denn deine Top 3 für den Team Spirit? Du hast ja jetzt ja, das wären ja drei Linien, wenn man es ja als Dreieck sieht. Was wären denn deine Top 3 Aktionen als Projektleiter für ein Team Spirit? Ja, ich spreche dazu in der ganzen Folge. Auf jeden Fall Beziehung, darum geht es in der Folge im Speziellen. Ich habe ja einen Podcast, ich glaube, das habe ich vorhin gar nicht gesagt bei der Intro. Also investieren. Zeit und Geduld in Beziehungsaufbau. Nicht, dass wir Kumpels werden müssen, das meine ich damit nicht. Also es gibt auch eine Beziehung jenseits des, wir sind ein Paar oder Freunde oder so, sondern quasi, wie wir miteinander umgehen, wie gut wir uns kennen. Das wäre sicherlich eine der Top 3, die ich nennen würde. Dann jemand anders? Also ich überlege mal weiter. Ich hätte da einen Vorschlag. Ja. Ein Faktor, mit dem ich sehr gut Vertrauen aufbaue, ist echtes Interesse für den Menschen. Mal nachfragen neben der Spur, wie geht's dir? Ne? Und dann auch noch behalten, was erzählt wurde und mal nachfragen, wie hat sich das denn entwickelt bei dir? Ja, kann ich dir noch Hilfe anbieten oder sollen wir noch mal über irgendwas reden, was reflektieren? Das hat mir, also ich mache es sowieso, ne? Weil ich halt so gebaut bin von meinem menschlichen Sein her. Zum Glück. Das hat mir aber gezeigt, also es wurde mir zurückgespiegelt. Es gibt, ich hatte vorhin über dieses große Team ja kurz in der Pause erzählt, ne? Immer noch mal Rückmeldungen, die ich bekomme, dass in dem Betrieb halt gesagt wird, mein Gott, das war der beste Chef, der hat sich um uns gekümmert, der hat sich interessiert, richtig toll mit dem zusammenzuarbeiten, weil man es halt so selten trifft und das kann ich jedem nur empfehlen. Also wenn du mit Menschen interagierst, dann mach es auf ehrliche und echte Art und Weise. Und bist du kein Typ dafür, dann spielst du dem auch nicht vor, weil der wird es merken. Ja, das ist halt, Authentizität ist halt auch ein Thema, ne? Und ob so ein Arschloch-Charakter, entschuldige, wenn ich das mal so sage, ne, von dem Projektmanager, den du da gerade mit auf den Schirm geholt hast, dafür geeignet ist, diese Rolle auszuüben, das steht man noch auf einem ganz anderen Zettel, ne? Also ich denke schon, das sollte ehrlich sein, gell? Weil wenn es nicht von außen kommt, das ist ein bisschen wie so die Körpersprache, dieses, ich muss mal zugeben, vor einige Jahre her, da war mein Sicherheitsfaktor, weil ich den Job gewechselt hatte und das war jetzt nicht immer so mein Umfeld und dachte mir so, hatte ich so ein Buch gelesen, so Körpersprache, ne? So, jetzt muss so stehen, ja, und dann ui, da fühlt man diese Selbstbewusstheit so und kam nicht und weil es halt gespielt war, Punkt. Also es war halt, das Innen dachte sich, eigentlich will ich nur weg, ja, so, und irgendwie das Außen hat dann irgendwie nach dem Buch versucht, irgendwie den Rücken gerade zu drücken. Das hilft manchmal, ja, aber sage ich jetzt mal, so höchstens als Fixität, nicht also als Dauerding. Deswegen dieses so als ehrliches Interesse, also sollte da sein. Man kann aber vielleicht auch in diese Rolle reinkommen. Also dieses, ich möchte Interesse haben, also nicht im Sinne von, ich möchte Interesse spielen, ja, sondern halt, ich möchte Interesse haben. Also wenn man es am Anfang nicht hat, weißt? Also wenn man am Anfang eher so ist, so wäre mir halt egal für Leute, die es sozusagen halt vielleicht erstmal weniger so interessiert, dass sie aber halt anfangen, sich dafür zu interessieren. Ja.
Und ich denke, das wäre wahrscheinlich meine Antwort gewesen. Ich finde das brutal wertvoll, was ihr gesagt habt. Drüber steht sowas wie Aufmerksamkeit, also da auch die Sensoren mal für zu haben, damit quasi Interesse bei mir getriggert werden kann. Dann ist es nämlich auch ehrlich und aufrichtig. Aber wenn ich jemanden nicht richtig angucke oder wenn sie die Tür reinkommen, das Knallen nicht höre hinterher und den starken Schritt da einfach nicht drauf achte, dann wird auch mein Interesse irgendwie, naja, es ist dann halt nicht da. Aber mit der Aufmerksamkeit kann man das schon auch lenken und dann findet man schon die Triggerpunkte, wo Interesse entsteht. Und dann hat man auch schnell die richtigen Gesprächsthemen oder ist auf einer ähnlichen Wellenlänge. Und ich hätte als drittes ergänzt, Überzeugung, permanent an der Überzeugung arbeiten, dass wir etwas bewirken mit dem, was wir tun, dass wir an etwas arbeiten, was grundsätzlich mal Sinn macht, was irgendwie einen Personal Connect zu uns hat, was lösbar und machbar ist, weil daraus häufig Motivation geschürt wird, wo auch immer die dann intrinsisch herkommt. Das kann ganz verschieden sein, aber ohne Überzeugung ist die Motivation tot. Und dann macht man vielleicht nur noch Dienst nach Vorschrift oder halt das, was auf dem Blatt steht, aber denkt nicht mehr mit. Und ich denke, das sind drei ganz wichtige Dimensionen, also Beziehung, Aufmerksamkeit, um echtes Interesse zu zeigen und das Thema Überzeugung, die in den Team Spirit stark einzahlen. Ich finde, man sollte auch drauf schauen, also sage ich jetzt mal Effizienz, ja, wenn ich an dieser Schraube ja drehe und sage ich jetzt mal Druck auf den Kessel bringe, sollte man auch diese Spürli halt haben, inwieweit das geht. Also es gibt ja immer diese, oder ich sag mal, es gibt immer mal Phasen, wo man mal so ein bisschen wieder ein bisschen mehr Zug auf der Kette braucht, aber es braucht auch wieder diese Entspannung auf der Kette. So, und wenn man halt nur, sage ich jetzt mal, den Zug auf der Kette halt hat und nur auf der Effizienzschiene ist, nur, sage ich jetzt mal, da in diese Richtung geht und dann noch nicht mal sich für die Menschen interessiert oder Verständnis dafür halt hat, dass sie gerade Überstunden machen, ja, oder dass noch nicht mal, und das ist jetzt nicht mein Wort, ja, wertschätzt, ja, wenn sie halt mal 2-3 Stunden, ja, muss lachen, ja, nee, aber wenn jemand Überstunden macht und das von sich aus freiwillig, um das Team zu unterstützen, dann in Achtung, dann ist ja ein Mehrwert, also er gibt einen Mehrwert von sich aus. Und den sollte man auch wirklich wertschätzen. Ich meine damit nicht, schönen guten Tag, dass du bei der Arbeit bist, unglaublich, was für eine Wertschätzung. Also das wäre dann auch wieder der Teil der, also es sollte ehrlich sein. Also diese Beziehung, Wertschätzung und darauf achten, das sollte ehrlich sein. So, und daran sollte man an sich selber arbeiten und sich vielleicht selber reflektieren, wenn man das nicht ist. Ich mache einen vierten Strich sofort mit der Hand in die Karte. Hätte noch einen fünften vielleicht sogar. Yeah. Darf ich den noch äußern? Ja, Sebastian. Gut. Für mich ist das immer so eine Frage des Vorlebens. Ne? Was beobachte ich oft in der Interaktion zwischen Menschen? Dass Ansprüche an einen Menschen gestellt wird, die ich selber nicht erfülle. Also wenn ich der Vortänzer bin für ein Team, ja, weil ich mich Projektmanager nenne und ich bin aber unzuverlässig, zum Beispiel, ich sage zu, bis zur nächsten Retro das und das erledigt zu haben und ich mache es nicht, dann kann ich nicht erwarten, dass mein Team, ja, sich an mir orientiert und dann die höchste Zuverlässigkeit oder die beste Performance bietet. Weil ich zeige dem Team ja, dass das gerade gar nicht so wichtig ist. Ja, diesen Wert kippe ich ja, ne? Zuverlässigkeit ist für mich und dieses Vorleben genau dieser Werte, die ich selber auch vertrete, ja, en bloc, das ist für mich nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Also ich glaube, du wirst vielleicht auch mit den 5 Kanten gar nicht hinkommen. Das ist so ein sensibles Thema, ne? Was so viele tolle Aspekte eigentlich jetzt genießt, die man noch anführen könnte. Aber ich glaube, dann sprengen wir auch die Sendung hier oder die Aufnahme. Schön, dass es bei euch Geschichten bis hin zu Werte und Emotionen triggert. Dann haben wir für die Session in einer Stunde schon viel erreicht. Cool. Dann mache ich mal weiter. Danke für die tolle Frage, Stefan. Und da wird sich wahrscheinlich an dieser Präsentation nochmal was ändern. Ich hätte noch eine Ergänzung, eine allerletzte. Okay, 10 Sekunden. Du brauchst einen externen, wenn du das zweite haben willst und auf das erste scheißen musst als Unternehmen. Achtung, das kommt jetzt aus der Dunkelküche. Das ist doch eine schöne Nachricht an alle Berater, externen Coaches, Freelancer. Den hast du jetzt ein Verkaufsargument in die Hand gegeben. Ja, ich bin ja eher das Erste. Mit Hang zum Zweiten. Ja, tipptopp.
Danke, Stefan. Ich mache weiter. Die Frage kann ja jeder aus seiner Perspektive oder ihrer Perspektive beantworten. Die Umfrage hat sich damit erledigt, ob ihr das macht oder nicht, in welchem Umfang. Nehmt die Frage einfach mal reflexiv für euch mit. Soll ja auch eine Einladung zum Reflektieren sein. Wie viel Beurteilung, Bewertung, Einfluss hat denn Team Spirit? Messt ihr das vielleicht sogar in irgendeiner Form? Wie könnte man das messen? Auch dazu gibt es einen Vorschlag in der Podcast-Folge. Die ist zwar knapp schon ein Jahr alt, aber so leicht wird die nicht alt, glaube ich. Also alt im Sinne von wirklich, man müsste mal drüber gehen. Und ich würde mit euch, boah, die Zahl da oben korrigiere ich. Es ist eigentlich erst 3 von 4. Doch ich hatte mal 6 Modelle und habe es für die Stundensession auf 4 runtergebrochen. Original war es Nummer 4. Es gibt eine englische Aufzeichnung, die hat Patrick auch mal gemacht, wo alle 6 drinnen sind. Da hatten wir ein bisschen mehr Zeit. Lasst euch nicht verwirren. Punkt Nummer 3 auf der Liste, Modell Nummer 3, beziehungsweise das ist nicht richtig ein Modell. Ich will mal über Team Performance sprechen und was ihr hier seht, hey, das müsste bei euch klingeln, wenn ihr Mehrwert maximieren, Scrum Guide gelesen habt, Durchsatz optimieren, eher aus Durchsatz optimieren, Kanban kommt, Effizienz steigern. Wollen wir, glaube ich, alle, weiß ich gar nicht, ob da ein Modell dahinter steht. Verschwendung ist wieder Muda, Lean-Gedanke. Ich glaube, hinter der Effizienz hatte ich mir auch mal was gedacht, aber das ist das, was viele Frameworks predigen. Mehrwert, Durchsatz, Effizienz, Verschwendung finde ich ziemlich so, naja, wer noch nicht an einer Linie in der Produktion gestanden hat, der fühlt sich davon jetzt nicht so richtig angesprochen. So automatisch, robotisch und drehen wir mal die Drehzahl hoch, dann wird das schon so. Brick and Mortar, Spitting, Roars and Pipes, Performance eher Ausrichtung, Leistungsverhalten. Und das ist okay. Wir können schon KPIs und OKRs setzen, um zu messen, ob wir da vorwärts kommen. Doch Performance hat, wenn wir mal in den Duden gucken, noch eine andere Bedeutung. Und ihr kennt die Bedeutung schon. Ihr kennt die Bedeutung, wenn ihr entweder Fans von den Olympischen Spielen seid, Sommer oder Winter, oder irgendwie was mit Dressurreiten am Hut habt. Es geht so langsam in Richtung B-Note. Oder wenn ihr musikbegeistert seid und die Performance von Künstlern, euch fragt jemand, hey, wie waren das Konzerte? Dann reden wir über die Performance der Künstler auf der Bühne. War das geil? Klang das wie auf dem Album? Oder war es noch viel cooler? Sie hatten eine zweite Bühne in der Mitte von der Olympiahalle und irgendwie alle haben gefeiert und sie haben ein Lied gespielt, weil sie noch nie auf einem Konzert gespielt haben. Bam. Da sind wir jetzt auch bei Performance, witzigerweise. Und da wäre mein Plädoyer, auch mal hinzufühlen und darauf zu achten und nicht nur harte KPIs rauszupacken, sondern mehr Fokus auf diesen eher soften Teil der Performance, nämlich wie wir zusammenarbeiten, zu lenken. Und bin eben damit ziemlich schnell bei, die Kollaboration, wie wir zusammenarbeiten, führt ja zu dem Ergebnis. Die Performance des Künstlers führt dazu, dass ich den nächsten Tag irgendwie ganz begeistert meinen Freunden Fotos schicke und meiner Frau erzähle, wie cool Arcade Fire hier in München letztens war. Ja, denn da zählt mehr, als das nur rauskam, dass die in München waren und dass sie da 3 Zugaben hatten. Glaube ich, ist mittlerweile Standard. Aber es war echt fein, wie sie es gemacht haben. Ja, und jetzt hat Stefan hier noch Leistungsdarstellung. Was meint er? Ach, das war, es gab einmal sozusagen der, weiß gar nicht mehr, ging um Stundenzettel, die erbrachte Leistung an sich und die Darstellung dieser Leistung. Hey, oh ja, da lädt natürlich hier KPIs und so ein, das wirklich to cook the books, würde man im Englisch sagen, das einfach nur schön darzustellen, ne? Ja, sagen wir es mal so, also ich bin ja ein großer, bin ja ein harter Zahlen-Fan. Ja, wiederum zeigst du es ja auch Menschen. So, ja, wenn man den, wie hoch springt der Gaul, ja, und wie elegant. Ja, oder was löst der halt aus? Also wir sind ja einmal Vernunftswesen und wir sind Gefühlswesen. Mhm. So, und du weißt, dass mit diesem Gefühl, das ist jetzt ehrlich gesagt nicht meine Duselecke. Ja, aber halt, wenn du beides nicht berücksichtigst, ja, du holst ja wiederum Menschen ab, außer du kriegst einen Roboterauftrag. So, aber das ist ja das, was du halt auch am Anfang gehabt hast. Ne? Und somit musst du in irgendeiner Art und Weise, früher hieß es, glaube ich, Klappern gehört zum Handwerk, oder?
Ja. Und egal, welche KPIs du zeigst, darauf will ich ja auch hinaus, die Leute sehen oder erleben euch ja, wie ihr arbeitet, wie das Team performt, von außen betrachtet, wie ein Fußballspiel gerade läuft. Ohne auf die Tore zu gucken, siehst du, wer gerade drückt und wer gerade näher am nächsten Tor dran ist. Um mal noch eine andere Metapher zu nutzen, um meinen Punkt klar zu machen. Die Leute kommen ja schon mit einer Wahrnehmung, einem Gefühl, einem Eindruck in ein Steering Committee Board, in Stagegate Meeting, in Review, Quality Gate, wie auch immer die heißen. Und das muss in gewisser Weise auch bedient werden und sich darin reflektieren, weil ansonsten schnell der Eindruck entsteht, okay, das steht hier auf der schönen PowerPoint, danke dafür. Doch jetzt mal ganz ehrlich, ich habe ein schlechtes Bauchgefühl, weil. Und das sind wir eben in uns drinnen. Ja, wir wollen Struktur, Orientierung und Sicherheit in Zahlen, Daten, Fakten, doch wir wollen auch ein gutes Bauchgefühl. Vielleicht ist ja die Analogie zu einem Restaurant vielleicht erlaubt. Keep going. Naja, in einem Restaurant, also als klare Zahlen und Fakten. Ja? Also die Anzahl der Burger, die du bestellst und was sie kosten. So, du hast in der Hinsicht da eine klare Vorstellung. Du kannst aber vielleicht auch schwammig sein, du kriegst eine Beratung dazu. So, aber also das Essen soll schon schmecken. Also ich denke mal, wenn es richtig mies schmeckt, geht man da auch nicht nochmal rein. Ja, aber sage ich jetzt mal, die Atmosphäre eines Restaurants, mit welchem Gefühl ich da wieder rausgehe, ja, dieses Extra-Leben, weil sonst hätte ich es auch selber machen können. Ja? So, also dieses Extra, dieser Mehrwert. Ich glaube, das wäre das, was sozusagen über diese Zahlen, Daten, Fakten darüber hinausgeht. Mhm. Ja, und das sind die Beziehungen, ja, das ist dieses Extra, dieser Umgang, ja, den verkaufst du ja nicht, aber nicht direkt. Du verkaufst italienisch Essen so und so und so und so und so und so sieht die Hütte aus. Also emotional verkaufst du es schon, dann kommen die nämlich auch wieder. Beim ersten Mal vielleicht. Ja, aber bist du, genau, aber im Preis bist du schon drin. Ne? Ja. Dann bist du schon drin. Ja. Also du kannst, glaube ich, schlecht Projektmanagement und wir verkaufen tolle Gefühle. Mhm. Nee, das Scrum macht das. Mhm. Stell mal noch die Frage für alle, die noch nicht für sich selbst reflektiert haben. Beeinflusst ihr denn heute eure Performance in den Projektteams bewusst auch über Leistungs-KPIs hinaus? Gibt es irgendwas, was ihr messt, wo ihr sagt, ja, das wird dem, was wir gerade besprochen haben und auch der Metapher vom Stefan mit dem Restaurant gerecht, das fließt da ein in der Art und Weise, wie wir über Velocity-Charts hinaus unsere Performance messen? Also ich habe noch ein Tool, das ich sehr gerne nutze, wenn ich mich mal einmischen darf hier. Gerne, Jan, ja. Das heißt GRPI und Sebastian, du kennst es sicherlich. Das nutze ich immer wieder. Da steht drin, G steht für Goal, also ist mir das Ziel überhaupt klar, was machen wir hier. Das R steht für Role, ist meine Rolle klar. D ist der Prozess, bin ich mit der Velocity, mit dem Ablauf zufrieden und I ist in der Personal, also stimmt da irgendwas in unserem Team nicht. Und das ist so eine Grafik, die man pro Mitarbeiter nutzt mit so einem Spinnendiagramm. Und das ist echt spannend, weil es manchmal so ist, dass die Unterschiede riesengroß sind. Und dann wird es spannend. Ja? Dem einen ist die Rolle komplett klar, dem anderen überhaupt nicht. Und dann wird es spannend. Und das entwickelt sich natürlich. Das macht man nicht jede Woche, das macht man vielleicht einmal pro, wenn wir bei D-Makes sind, einmal pro Prozess oder pro Abschnitt. Ja. Und da siehst du dann einen Trend und der ist spannend. Ja. Mhm. Das kann auch merken. Dein Arcade Fire Beispiel finde ich sehr schön. Die wurden noch gefeiert in München. Jetzt haben die ein Riesenproblem, weil der Win Butler wohl irgendwie Mist gebaut hat und seine Supporter ihm alle von der Stange gehen. Also Beck wird nicht für ihn vorspielen und das geht ganz fix. Und würden die ein GRPI machen bei Arcade Fire, dann hätten die ein Riesenproblem, das die aber mit GRPI auch sichtbar machen können. Mhm. Und wären die Tickets nicht schon verkauft, hätten sie ein Riesenproblem. Ja. Genau. Ne? Das gleiche mit Roger Waters nächstes Jahr. Wenn ich irgendwie erzähle, ich hätte Lust zu Roger Waters, und dieses leisten kann oder nicht, ist eine andere Sache, aber du kannst doch nicht zu diesem Putin-Versteher. Ne? Also auf einmal ist das eine ganz andere, geht es nicht um die Musik, sondern auf einmal um die Geisteshaltung dieses Menschen.
Nur mal so nebenbei. Ja. Toller Beitrag. Ich habe es mir mal notiert. Ich kenne das per se nicht. Witzig ist, mein Vorschlag in dem Podcast ist auch ein Spinnendiagramm mit anderen Dimensionen. Doch ja. Das widerspricht sich ja nicht. Das kann ja jeder für sich die Dimension festlegen, wie ja. Er es braucht. Ich habe mal ein paar Vorschläge mitgebracht. Was wir alle spüren und merken, wenn die Performance schlecht ist, ist die Verfügbarkeit der Leute. Nimm ein Daily und keiner kommt. Dann weißt du, hier ist irgendwas komisch, da muss ich nichts messen. Oder nimm das Führungsverhalten von entscheidenden Schlüsselfiguren in brenzligen Situationen. Oder schau dir die Lernkurve der Leute an. Dann weißt du auch, ob da Performance zu erwarten ist oder nicht. Und ein gutes Signal ist auch immer, wenn viele One-on-Ones laufen, statt großer Elefantenrunden. Und den Rest könnt ihr selber lesen. Auf den gehe ich da im Podcast noch näher ein. Vielleicht ist das ein oder andere für euch dabei, was Inspiration genug ist, um zu sagen, in unserer Retro gucken wir da mal drauf und machen das mal zum Thema. Oh, ich schiele auf die wenn, Uhr. Ja? Also in der Retro, wenn wir eine Retro haben, dann sagen wir es mal so, dann taucht also gute Kollaboration, Zusammenarbeit, wenn diese Kärtchen auftauchen, dann ist es schon mal, finde ich, ist es ein Indikator, dass es gut läuft. Wenn die auf einmal wegfallen, sollte man drüber nachschauen. Mhm. Passiert meistens, wenn Druck auf den Kessel kommt. Mhm. Ja, so ab Sprint 18, ne? Wenn man nicht nur Features, sondern auch gleichzeitig Bugs mit auffallen. Ja, Mensch, einfach nur so ein Gedanke. Mensch. Mhm. Entschuldigung. Ein Grund, sich zu entschuldigen, absolut praxisrelevant, erlebe ich genauso. Ja. Dann wird es halt auch hitziger, die ganze Sache. Ich finde, psychologische Sicherheit kann in beide Richtungen gehen. Entschuldigung. Hm, sag gerne noch einen Satz oder zwei dazu. Es gibt eine positive psychologische Sicherheit und es gibt eine negative psychologische Sicherheit. Wenn psychologische Sicherheit sozusagen die Abstinenz ist, man wird zusammengeflötet, man hat ein vertrauensvolles Miteinander, man kann sich challengen, dann fehlt psychologische Sicherheit in dem Moment, dass ich aus herausgehen kann, Vertrauensbereich, man kann sozusagen sich gegeneinander angehen. Dann gibt es psychologische Sicherheit im Sinne von der Arbeitsplatz ist sowas und sicher, egal was ich tue, ja, egal was ich hier mache, ich kann mich hier auf den Schreibtisch legen, ja, Autobahn, Automobilkonzern vielleicht zum Beispiel, ach, wie komme ich auf Automobilkonzerne? So, und da sozusagen halt in der Hinsicht, das ist wirklich alles sowas von safe. Es ist so safe, ich muss mich nicht rühren. Ja, dann geht es in die andere Richtung. Mhm. Mhm. So, also Richtung falsche Harmonie bis zuweilen halt Übersicherheit. Mega froh bin ich jetzt, dass wir das aufnehmen. Stefan, das klingt nach einer Podcast-Folge. Stark, ja. Danke für die zwei Facetten. Super Add-on an der Stelle. Ich spring mal. Ihr ignoriert wieder die 5 dort oben. Das ist ein Modell Nummer 4 und damit sind wir auf der Zielgeraden. In ein holistisches Führungsverhalten. Was meine ich damit? Ich hatte ein Coaching mit einem, also er ist Vertriebsleiter in Italien für eine große Pharmafirma. Er hat in jeden Mengen Führungsseminaren gesessen, ist schon beyond the 50, Greyback, und sagt, Chris, die reden Servant Leadership hoch und runter und ich verstehe es. Und zu 80% fühlt es sich richtig an, macht Sinn, kann ich es unterstreichen. Doch wenn ich dann in mein Team gucke, und da sind viele Leute, dann merke ich, da sind 20%, den brauche ich mit Servant Leadership nicht kommen, die brauchen einen anderen Style. Können wir da mal beide reingehen? Dann sind wir so ins Reden gekommen und das, was ihr da seht, ist das Ergebnis. Weil das so schwierig zu sehen ist und zu lesen ist, habe ich das mal aufgedröselt, was wir da ja erarbeitet haben. Ich habe ihn gebeten, mal anzufangen zu erzählen, wie ist denn so deine Mannschaft und was machten die aus? Und er sagte, na, da gibt es ein paar, die sind so auf der visionären Seite. Nehmen wir mal als Leuchtfigur einen Steve Jobs. Die sind so für Veränderungen, Dinge probieren, den Wandel vorantreiben, mitgestalten, nach vorne gehen, verrückte Ideen umsetzen. Und dann habe ich aber auch welche im Team, das sind eher die Traditionalisten. Für die brauche ich auch eher so eine Vaterfigur, der die Dinge bewahrt, die seit 20 Jahren funktionieren und der dann auch Gatekeeper ist, dass das nicht über den Haufen geworfen wird, wenn es doch jetzt immer noch funktioniert. Und der das auch in gewisser Weise schützt. Sorry an der Stelle, ich habe das Übersetzen vergessen. Beziehungsweise witzig,
Eigentlich ist fast alles Deutsch, nur die Klammerbemerkung nicht. Aber ich glaube, so weit reicht's. Und wenn nicht, folgt er einfach meinen Worten. Und dann hat er gesagt, Chris, ich habe noch Leute. Denen stellst du eine Frage und dann sagen sie, gib mir 2 Stunden, ich brauche mal Ruhe, ich denke drüber nach, ich komme wieder. Das sind die mit Selbstorientierung. Die kannst du allein auf eine Couch setzen, die kommen da auch mit einem Ergebnis raus, haben dann ein Konzept und das stellen sie vor und das geben sie zur Reflexion und Diskussion frei. Und dann gibt es andere, die kommen aus 2 Stunden Selbstreflexion raus und da ist überhaupt gar nichts passiert. Die brauchen andere als Spiegel, andere, um ins Sprechdenken zu kommen. Die haben eine hohe Fremdorientierung, weil sie daran Inspiration finden, an einem Gespräch, an einem Austausch. Die brauchst du eher in einer Brainstorming-Runde, die würden einen Workshop organisieren, die müssen Leute ins Interagieren und Machen und Tun bringen, dann kommt da ein Konzept raus. Und da habe ich ihm gesagt, es ist interessant, das spannend, ein gewisser Riemann, wie heißt er mit Vornamen, Fritz Riemann, auch auf, war mal ein Therapeut, hat ein ganz wichtiges Buch in der Psychologie geschrieben, Grundformen der Angst. Der Titel ist jetzt nicht so appealing, aber brutal gutes Buch. Also für jeden, der so mal Grundverständnis über Persönlichkeitstypen, wenn ich ein Buch empfehlen kann, dann Grundformen der Angst von Fritz Riemann, richtig cool. Der spannt das auch auf. Und ich versuche pünktlich fertig zu werden und sage das um 16.01 Uhr. Wer gehen muss, war schön, Sven, mach's gut. Ich führe noch schnell zu Ende aus. Die 5 Minuten hab ich noch, haben hoffentlich auch alle anderen. Das spannt er auch auf das Modell. Und dann habe ich ihn gebeten, was nämlich der Fritz Riemann sagt, das sind keine, also unten ist nicht die 0 und oben ist die 100, sondern in der Mitte ist die 0. Und es gibt Ausprägungen in unterschiedliche Richtungen und je nachdem, in welchem Umfeld du gerade bist, in welcher Lebensphase, kann das schon auch sein, dass die nicht immer so selbstorientiert waren, dass sie zu manchen Dingen sehr wohl mit anderen erstmal ins Gespräch gehen, weil sie da alleine auf nichts kommen. Und dann war er, naja, also wieder der Sales Lead sagt, ah, okay, verstanden, dann geht es ja wohl darum, eine Art Balance zu finden. Fritz Riemann sagt das auch, witzig. Und für mich als Führungskraft, und jetzt wurde es für ihn entscheidend, dann muss ich ja das ganze Spektrum beherrschen. Klick. Und dann haben wir sie einsortiert, die verschiedenen Führungsstile, die er dann mal, die er schon in Trainings erlebt hat. Ah, Servant Leadership auf der rechten Seite, hinzugewandt zu den Leuten, egal ob visionär oder traditionell, bloß nicht irgendwo wegschließen, alleine was auskochen und dann präsentieren und denken, alle folgen mit, ganz anders. Exponieren und die anderen machen dich zum Leader und finden das ganz toll. Die brauchen den Servant Leadership Style. Es gibt das andere Teil des Spektrums, die brauchen es eher direktiv und Vorgaben und Konzept, machen 2 Stunden, schließ dich mal weg, komm wieder. Der Stil passt da viel besser, dem Kontext. Und er hat weitergemacht, oben reingelegt hatte, oh, Richtung Visionär, ja, Charismatic Leadership, hatte ich auch mal einen Kurs zu, dann sind wir wieder bei Steve Jobs und anderen so Leuchtfiguren, schillernden Leuchtfiguren, die nach außen auch sehr viel Symbolik mitbringen, ein Mahatma Gandhi würde da auch als Charismatic Leader eingeordnet werden und unten haben wir diesen Parental, also eher Eltern Protector Leadership Style, hat auch seine Relevanz und dann war happy und sagte, jo, jetzt verstehe ich das mal einzuordnen und verstehe auch, warum, ja, gerade im Trend und mit den jungen Generationen Servant Leadership so wichtig ist, doch wie ich mit den anderen 20% in meinem Team, wo das einfach nicht funzt irgendwie zu dem führt, was er sich verspricht, warum das nicht klappt. Ich habe eine Frage. Yes. Sorry. Selbstorientierung, Fremdorientierung. Mhm. Was bedeutet hier nochmal Fremdorientierung? Fremdorientierung, ich brauche jetzt quasi, damit meine Ideenspuren, meine Gedanken rauskommen, damit ich mich sortieren und strukturieren kann, das Gespräch mit dir, Stefan. Du sprichst, bringst mich ins Sprechdenken, ich brauche die Gruppe, ich brauche den Austausch. Ich brauche dieses ständige Hin und Her, das Ping-Pong und Reflektieren mit anderen, damit ich in meinen Gedanken nicht feststecke. Weil in mir selber, ich komme mit mir selber nicht klar genug, um das zu strukturieren, um eins an Puzzleteil ans andere zu legen, damit da was Sauberes rauskommt. Ich brauche ständiges Feedback, Ping-Pong, hin und her. Und dafür brauche ich andere. Und deswegen bin ich ein fremdorientierter Mensch,
weil ich schon weiß, ohne die anderen bin ich verloren. Das ist aber warum da Servant? Also der, ich hätte jetzt gedacht, der, der jetzt mehr in Selbstorientierung ist, wäre auch mehr selbstorganisiert. Mhm. Oder ist das falsch? Weißt du, was ich meine? Also ich, wenn ich jetzt nee, so Selbstorganisation kann beides sein. Also der Selbstorientierte würde ja sagen, du kommst mit dir alleine klar, du brauchst jetzt erstmal die anderen nicht und du kommst auch ziemlich weit alleine. Und das kann auch eine Form der Selbstorganisation sein. Ich nehme mir die Ruhe, die ich brauche und dann teile ich es mit dem Rest. Also Selbstorganisation, das hier einzuordnen wäre, glaube ich, das passt nicht so richtig. Er ist ja eigentlich ja Self-Leadership. Die Frage ist, wo wäre der Self-Leadership? Self-Leadership? Na, das ist ja das, worauf er hinaus wollte. Worauf er hinaus wollte, vielleicht nicht. Weil er wollte ja jetzt nicht wissen, wie führe ich mich, nur wie werde ich zur besseren Führungskraft für die anderen. Ja. To be discussed, ich lasse es mal open. Lass es mal offen. Schließ es mal ab und wenn wir hinten raus Zeit haben, springe ich nochmal rein in die Slide. Alles gut. Ja. Die Kernbotschaft, die rüberkommen sollte, ist mein viertes Plädoyer für mehr Balance in allen Aspekten, nicht nur der Führung. Das war jetzt ein Beispiel als Symbol und Metapher. Weil wir sollten schon, was ist der richtige Begriff, besonders gut hinhören und das vielleicht auch hinterfragen, wenn so eine Lehre, eine Schule durchgeboxt werden soll, eine Perspektive so hardcore präsentiert wird, dass sie alles löst. Das ist verdächtig. Das ist nicht das, wie die Realität funktioniert. In der Realität haben wir extrem viel Diversität und ganz oft das statt entweder oder sowohl als auch oder es kommt darauf an, eine extreme Vielfalt und es ist viel realistischer mit einer Idee ranzugehen, das Ganze in Balance zu halten und zu bringen, statt ein Extrem anzustreben. Extreme kommen immer, ja, mit punktuellen Vorteilen, aber auch extremen Nachteilen und passen halt ganz selten als Blueprint und Generallösung für ein Projekt jetzt zum Beispiel. Also wenn jemand sagt, mit Scrum kann ich alle Projekte lösen, ist ja erstmal per se vom Agilen Manifest herkommend, das ist ja kein Projektmanifest, Quatsch und doof und wissen wir auch alle, funktioniert nicht. Also wir müssen gucken, wie können wir eher so einen Spektrumsgedanken haben und sagen, in dem Spektrum gibt es ein Blau-Grün, das Projektmanagement, und gibt es ein Orange-Rot und das ist Agilität und gibt es ein Grün irgendwas, hatten wir schon, wahrscheinlich dann Violett oder sowas, das ist dann New Work und dann gesellt sich noch alles Mögliche dazu und ist eher ein Spektrum. Wir müssen jetzt gucken, auf welchen Teil des Spektrums, welche Klaviatur spielen wir denn. Genau. Und da mache ich es ganz kurz reflektierend für euch. Schätzt euch selber mal ein, wie ausbalanciert denn eigentlich euer eigener Führungsstil ist. Verfolgt ihr da einen ganz fixen Stil und sagt, hey, that's totally me? Oder ist es ausbalanciert und ihr sagt, ja, es kommt sehr drauf an, welche Person habe ich denn vor mir? In welcher Situation ist das Projekt? Ist Zeit für Coaching, Training, Diskussionen oder muss jetzt eine Entscheidung her? Dann kann ich nicht mehr coachen und das Training kommt viel zu spät. Ich muss jetzt direktiv rein. Und manchmal ist auch das Händchen halten und Micromanagement blöd, wie es ist, genau die richtige Art und Weise. Und da kann ja jeder für sich mal so überlegen, wo will ich eigentlich hin? 10 heißt nicht, dass es das Allerbeste ist. Das Allerbeste definiert ihr selber. Wenn ihr sagt, ach, es reicht als Balance, mehr verbiege ich mich, ist auch in Ordnung. Mehr verbiege ich mich nicht, ist auch in Ordnung. Ich bringe mal eine Zusammenfassung, damit wir noch beim Manifest rauskommen. Nehme hier das mal noch raus in der Dokumentation, die ihr bekommt. Pro Lifecycle Thinking, pro Team Spirit, pro Kollaboration, pro Balance. Und das führt uns eben zu meinem Vorschlag des modernen Manifests oder des Manifests modernen Projektmanagements. Und jetzt habe ich noch die Überraschung für euch. Ich wollte mir die Domain, ihr kennt es glaube ich, agilemanifesto.org ist die Domain fürs agile Manifest. Geil, ich mache projektmanifesto.org. Und war ziemlich überrascht, verdammte Axt, die gibt's. Und das haben sogar noch dieselben Leute geschrieben, zur selben Zeit. Es ist nur irgendwie null populär. Schaut's mal drauf, sieht dann so aus. Priorities over responsiveness, das gibt's nicht mehr in deutscher Version.
Also das Agile Manifest, das ist in alle Sprachen geführt, der Welt übersetzt. This is fucking only English. Priorities over responsiveness, finishing over starting, speed over deadlines, shared goals over individual goals. Ist genauso 20 Jahre alt. Können wir mal fragen, ob das alles noch so richtig funktioniert. Und das Key Principle ist ein Relay-Race-Paradigma. Schaut euch das Ganze gerne mal an. Ich will das jetzt nicht auch noch zerlegen, da bräuchte man noch eine Stunde und dann würden wir noch 2 Stunden diskutieren. Nehmt es mal als Impuls mit, wenn ihr das noch nicht kanntet. Und für mich war es dann die Einladung zu sagen, ich habe dazu eine Meinung, für mich sind das mehr Prinzipien des modernen Projektmanagements und ich habe ja bisher nur 4 Werte präsentiert und noch keine 12 Prinzipien. Also bleibt mal dran, vielleicht kommt noch was, entweder mein Podcast oder ich schreibe ein Buch drüber oder gebe ein Training dazu oder wir haben mal, und jetzt kommt sie endlich, die Brückenbauer-Community, da eine Veranstaltung zu. Die nächste ist, wie ihr seht, am 23. November. Ihr könnt da nachher drauf klicken, wenn ihr wollt. Geht um das Thema Enhanced Goal-Oriented Project Planning und die Laws of Nature-Initiative. Völlig verrückte, abgefahrene Sache, aber es macht voll Sinn. Ich hatte ein Vorgespräch da mit dem Eugen. Wird auf jeden Fall Spaß machen und an der Stelle sage ich meinen Dank. Lass uns gerne vernetzen, entweder schreibt er mir eine E-Mail oder auf LinkedIn, ist noch einfacher. Und natürlich bin ich auch dem Bildnachweis schuldig, weil die habe ich geschossen. Merci. Schön, dass ihr noch 12 Minuten dran gehangen habt. Danke für Applaus. Danke, Patrick, für die Einladung. Danke, ja, sehr gerne. Für die Bühne. Vielen Dank, dass du die Einladung angenommen hast. Ich habe mich auch gefreut, Jörg zu sehen. Jörg hat die ganze Zeit gesagt, Chris, mach doch mal wieder was für PMI. Hier bin ich. Der Patrick hat mich reingebracht. Also, Dankeschön. Danke. Ja, Chris, vielen Dank, dass du dich bereit erklärt hast, hier heute die Klammer drum zu machen, um den heutigen Tag. Ich fand, es war jetzt mit dem Manifest auch noch ein würdiger Abschluss. Ich bin gerade auf project-manifesto.org draufgegangen, weil ich wollte gerade auf die Seite gehen, habe aber festgestellt, die war offensichtlich doch frei gewesen. Das ist die ich mir dann gesichert habe. Genau. Das Minus, genau. Und Modern Project Manifesto habe ich auch gleich noch mitgenommen. Genau, aber ich hätte es gerne ohne Minus gehabt, aber es hat vergeben und das kriege ich auch nicht so leicht abgekauft. Ja, ist ja schwierig wahrscheinlich. Macht auch nichts. Ist okay.